Kinder. Sag mal, ihr habt doch sicher ein Geheimnis, oder? Jeder hat ein Geheimnis. Bei manchen ist es eher ein kleines, bei anderen sind es große. Oft haben ja, wir ja. Halt das Glück, dass er nicht klatschen muss, weil es einfach bei Lesungen schön ist, zuhören, zuhören. Und wir hoffen, ich würde vorstellen, Gerhard Aktum. Wir haben gesagt, wir machen das einmal. Schuld ist der Josef und die Eva, weil sie gesagt haben, möchtet ihr vielleicht einmal eine Lesung machen. Wir haben uns 20. Advent. Advent ist eine starre Zeit. Da brauchst du keine Nussbartei. Das erste Kerzel brennt am Kranz, ist aus, Musi, aus der Tanz. So war's einmal. Doch heutzutage, da lebt ein anderer Menschenschlag. Der findet keine Rast nicht und keine Ruhe und kriegt vom lauter Leben nicht nur. Da laufen Leute sind Advent mit Du zerpackelt in der Hand, einen Kaufladen um den anderen an, weil das Christkind sonst nicht kommen kann. Die Hauptsache ist heute Weihnachtsgeschenk. Die heilige Zeit, die sage ich eng, die kommt die Leute ganz aus dem Sinn. Bloß Geschäftsleute, die haben gern einen Gewinn. Die Weihnachtsfreit ist nimmer recht. Ein Geld haben Leid und Leben nicht schlecht. Nur das Gemüt ist arm worden mit der Zeit. Advent, das ist eine starre Freit. Jetzt sag einmal, weißt du was über die starre Zeit eigentlich? Gibt es überhaupt eine starre Zeit noch? Ja, ich glaube schon. Ja. So, ja. Die starre Zeit, oh mein, hier wird die wieder hektisch sein. Über Geschenke nachdenken, das Hirn verrenken, zum Einkaufen darf dir nicht pressieren, du hast keine Parkplätze kriegen, stehst an der Kasse in der Schlange. Jetzt haben wir das für die Hausfrau. Genau. Ja, eigentlich ist doch das die schönste Zeit der Wind, oder? Ratzelbacher, ja, Geschenke kaufen, nebenbei noch in die Arbeit laufen, hektisch umeinander hasten, keine Minuten Zeit zum Rasten, die Wohnung schnell auf Hochglanz putzen, jeden Stund vom Tag aus nutzen, einen Keller drunter ins Krippel finden, dann Astel holen, am Windrad binden und nicht vergessen, Karten schreiben. Ja, dazu kannst du mal hocker bleiben. Und jeden Tag, es ist zum Schreien, feiern mit irgendeinem Verein. Ja. Man hat Wünsche, das wünscht man. Ein Weihnachtsfest mit Gesang und Punsch. Oder ein Staat, ganz nach Wunsch. Voll Besuch, eine Gesellschaft, die nicht klar ist. Kein Besuch für den, der gerne allein ist. Voll Post, die ehrlich fröhlich stimmt. Keine Post, die nicht vom Herzen klingt. Voll Schnee, wenn's auf die Ski rumschirrst. Kein Schnee, falls bloß schaufeln müsst. Naja, ein Prachtwetter zum Winterwandern. Ein warmer Sturm für die anderen. Ein Fest in Frack und Glitzerkleid. Oder in schlichter Einfachheit. Voll Freit und heiter und erbaulich. Oder verinnerlich, beschaulich. Na kurzum, wir wünschen Weihnachtstag, wie es jeder für sich selber mag. Sollten wir mal über den Christbaum ein bisschen was erzählen? Das wäre eigentlich eine ganz gute Idee, gell? Gut, ja. Von wo? Erika! Rief Herr Peschke, als er seine Frau mit einem Weihnachtsbaum ankommen sah. Wer hat dir aufgetragen, Erika, einen Baum zu kaufen? Ja, ich dachte... sagte Frau Peschke und schleppte die Fichte in die Wohnung. Ich dachte, es ist höchste Zeit und ich wollte dir die Mühe abnehmen. Zu spät! Erwiderte Herr Peschke. Ich habe mir die Mühe. Eine Überraschung. Genau, da muss ich mir die Musik spielen. Das muss das Bohnen leid mehr, da muss man mir außen.
Das mag ich von Maria Alm. Da muss man nichts ausmachen, das funktioniert einfach. Ich danke euch recht schön. Bis später. Ja, Weihnachtszeit. Draußen schreit's, es ist soweit. Begonnen hat die Weihnachtszeit. Der Opa holt vom Abstellraum den Weihnachtsschmuck und schmückt den Baum. Sein Enkel hilft so gut. Aber was sind eigentlich die Bäume so untereinander? Wir haben jetzt immer über das Christfest gesprochen, aber über die Bäume haben wir noch gar nichts gesagt. Gell? So was du gehen? Die reden was. Machen wir einfach mal. Genau. Christbaumgeflüster. Schaut so aus, wir waren uns keiner mehr weg. Gerattelte in der frühen Dämmerung des heiligen Abends eine zersauste Fichte. Dabei hätte ich jetzt ganz gerne eine warme Stunde so dringend nötig. Bimmerte der schmächtige Tämmling und schielte nach dem Christbaumhändler, der gerade ein Haferl heißen Kaffee schlürfte. Dir wär's schon noch warm nur. Du, Gerhard, meinst du das? Die nur zulassen wollen. Ich weiß nicht, haben wir es da wohl? Ja. Gut, dann gehen wir eine Zugabe, oder? Ja. Also, das ist ganz interessant, wenn man das von dem Christbaum gesehen hat, aus der Sicht der Bäume, gell, ich rede ja, wir haben das bloß verlernt, sonst darf man schon alles hören. So genauso haben die Tiere untereinander unterhalten sich auch. Und da hat der Ochs und der Esel, ne, was der Ochs und Esel von Bethlehem berichten. Ja. Der Ochs, der bei der Geburt des Jesuskindes neben dem Esel an der Krippe stand, versicherte einem Reporter, der von ihm erfahren wollte, wie er das erste Weihnachtsfest. Aber auf das Jahr 2020, wenn ich es noch erlebe, freue ich mich heute schon. Denn dann ist Weihnachten ein ganz Jahr vorgerückt und die heilige Nacht wird endlich wieder mit Weihnachten zusammen. Mach mal so, meinst du, dass das der Hocker? Die wissen einfach, ne? Ja, wir haben es ja einmal gelesen, wir werden das zweite Mal lesen. Ja, genau. Also. Jetzt haben wir eine Geschichte, die in München spielt. Trambahn fahren mit Christbaum. Ob früher die Leute auch so ungehobelt und brutal gewesen sind, bloß weil ich zur abendlichen Stoß- und Drängelzeit mit einer 3-Meter-Tanne in die Straßenbahn reingestiegen bin. Einen friedlichen Christbaum wohlgemerkt. Da haben die gleich ein Geschrei hergemacht, mich ausgeschimpft und gar noch an Leib und Leben bedroht. Naja, und das 4 Tage vor dem Heiligen Abend. Naja, bis ich überhaupt hineingekommen bin in den Anhänger. Diese Büffel sind einfach nicht auf die Seite gekommen. Rippe! Unverschämtheit! Struff auf den Zwist! Sauhund! Maxwerfen! Die Rippen eindeutscht! Schadenersatz! Die Brille runtergeschossen! Das Bauch richtig dick! Dann der Kopf! Nach all meinen Mut zusammen bemühte mich um eine kindliche Stimme und sagte: Achtung, Achtung, liebe Fahrgäste, einen schönen Gruß vom Christkindelein und von den Hirten auf dem Felde und wir fahren jetzt klingelingeling weiter bis zur Endstation Bethlehem. Und dann sang ich so innig, wie ich konnte, das Lied: Es wird schon gleich dunkel, es wird schon gleich noch. Schlagartig schwenkte die Stimmung um. Die Dame mit dem aufgeschlitzten Rock bot mir ihren Platz an. Ein umgeworfener Bub steckte mir ein Malzbonbon in den Mund. Ich sag kurz, aber lesen wir, soll nicht länger sein. Und es hat uns gefreut, dass du da warst. Zum Abschluss vielleicht noch was. Habe ich dir nicht gesagt. Er lauscht in der Vorweihnachtszeit. Mein Papa hat gesagt, wir fahren heuer mit dem Auto in Christmetten, weil er dann dem Dr. Niederleitner recht stinkt, wenn er unseren neuen BMW sieht. Meinst du, ich soll heuer am Heiligen Abend wieder ein Gans braten? Ja, wenn du dich erinnerst, haben wir alle miteinander voriges Jahr die ganze Nacht nicht schlafen können. Naja, dann machst du halt heuer einen Anken.
Großhauser, Mari hat mir erzählt, dass heuer überhaupt keinen Weihnachtsplatz gebaut hat. Na ja, dann gibst du dir halt die unser und Mari hat nur die 10. Nächstes Mal machen wir es besser, dann könntest du zur Premiere kommen.